Ja, hey ho, meine lieben Gemini-Tros, und willkommen mal wieder zu einer kleinen neuen Runde von Kingdom Come Deliverance. Hallo Spitzer. Na? Ja, im letzten Part sind wir bis hierhin gekommen. Und ja, von dort hinten dann wieder zurückgelatscht hierher. Und haben jetzt hier noch so einige kleine Quests zu tun. Und gucken, was hier so abgeht. Also laut Karte müssen wir jetzt hier noch das hier mit unserem Vater machen. Und dann findet er heraus, was Joanka von dir will. Und das müssen wir halt rausfinden. Und das war's dann auch so größtenteils. Heißt, wir müssen jetzt erstmal zu unserem Vater. Vati, ja, was denn? Hallo. Ja, die Nägel sind noch nicht fertig. Ich wollte die Nägel holen, aber der Schmied ist bei Herrn Ratzig. Nun gut, es kann auch bis morgen warten. Keine Eile. Aber es gibt etwas anderes. Was ist denn? Die Wachen sind hier aufgekreuzt. Sie sagten, jemand stiehlt Silber aus den Minen. Kannst du Stibo Bescheid sagen? Er ist bei der Fischreuse unter der Brücke. Warum muss er eigentlich davon wissen? Warum? Was hat Stibo denn mit dem Silberdiebstahl zu tun? Nun, ich will einfach nur, dass er Bescheid weiß. Ah, ja. Vater, ich will es wissen. Traust du deiner eigenen Tochter nicht? Herrgott nochmal, Theresa, ich sagte, du sollst Stibor Bescheid sagen. Also tu das. Und zwar schnell. Ziemlich unfreundlich, unser Vater, ey. Nee, arrogantes Schwein, ey. Nee. Ach so. Der ist in die Richtung. Huch. Da können wir dann nehmen gleich die Abkürzung durchs Wasser. Immer schneller. Und jetzt noch da lang oder in die andere Richtung zurück ins Dorf? Andere Richtung zurück ins Dorf. Da lang. Ja. Ich habe ein Nest entdeckt. Warte mal. Hab ich nicht noch den? Hihi. Ich hab den doch noch. Durch den? Achso, ich hab noch den. Warte mal. Bei Fußspitze. Ich will nur ganz kurz was rausfinden. Und zwar, wie man mal den Kram ausrüsten kann. Wartet. Jetzt gucken wir mal kurz zusammen nach. Spielenstellung, Installation, Erweiterte Grafikeinstellung, da. Bewegung, Kampf 4. Primärangriff, Sekundärangriff, Angriff abbrechen, 1 oder 3, ah ja. 2 ist mein Bogen, okay. Das ist jetzt runtergegangen. Theoretisch könnte ich mir den Fall holen und umprobieren. Wo ist denn der Fall hier runtergegangen hier? Wo muss er irgendwo sein? Oh, ich hab noch einen. Ich würde schon genau wissen wollen, was in dem Diener drin ist. Nicht getroffen. Und halb 10? Ja, schon nicht schlecht. Noch nicht schlechter. Vielleicht so? Ja! Hab's. So. Oh, ein Schlüssel hat's gedacht. Geil, danke.
Okay, warte. Mal weg das. Danke. Oh, hallo. Ah ja, steht ein Text drauf, sagt aber nicht. Na gut. Dieser P ist sehr gut. Wo ist jetzt eigentlich hin? Ich bin gerade komplett in die falsche Richtung gelatscht. Nice. Ich hätte doch darüber gesagt, oh. Ich habe schon nicht die Folge in die Länge gezogen. Naja. Hat einen Vorteil für euch, ihr habt länger was zu gucken. Diese scheiß Ausdauer nervt auch. Aber wie das halt nun mal so ist, man kann halt nicht ewig sprinten. So, ich habe mich einmal geschlagen, ob es dir unbedingt so schnell runtergegangen, lol. Na komm, regeneriere dich. Nice. So. Dann laufen wir mal kurz dahin und gucken mal. Was? So. Ab geht's. Ich glaube, das da. Ist denn. Steve-Bohr. Nee, das ist. Das ist Holbar. Wo ist denn bitte Steve? Okay, der ist noch weiter vorne. In die Richtung? Ach so, der wohnt bei. Hä? Ach so, bist du Stibo? Stibo, hi! Die Wachen waren bei uns. Vater schickt mich. Die Wachen waren bei uns und haben nach dem Silber gefragt. Scheiße, scheiße. Ganz ruhig, Stibo. Hör zu, Thea. Ah, ja. Du musst mir helfen. Das will ich alles wissen, du. Nicht so schnell. Erst will ich wissen, was hier los ist. Na schön. Du hast wirklich geklaut. Wie soll ich sagen? Spuck's schon aus, sonst werde ich dir nicht helfen. Na schön. Vater trat mit etwas an mich heran. Man kann leicht Silbererz aus der Mine schmuggeln. Und er kennt einen reichen Kerl, der es kaufen wollte. Und wir haben jetzt ein Problem. Wir sind die Silberdiebe. Gott, oh, hab Gnade. Du musst mir helfen, Theresa. Na gut, ich helfe dir. Grundgütiger Himmel, ihr habt wahrlich den Verstand verloren. Gut, ich tue es für die Familie. Danke. Verzeih, dass ich dich damit hineinziehe, aber ich schaffe es sonst nicht. Wo hast du ihn versteckt? Das ist es ja. Unten in einem überschwemmten Stollen. Samuel hat dort gearbeitet. Was, Samuel hängt da auch mit drin? Nein, nein, sei unbesorgt. Er weiß von nichts. Warum gehst du nicht runter und holst ihn? Weil ich nicht kann, deswegen. Verdammt nochmal, Stibor. Weißt du, wo er ist oder nicht? Ich weiß es. Aber als ich ihn holen wollte, wurde ich gesehen. Ich stand auf einem Holzsteg und warf den Sack hinunter, damit ich nicht mit dem Silber erwischt werde. Und jetzt komme ich nicht mehr an den Sack ran. Jedenfalls hat es unten beim Aufprall geplatscht. Und wie sollen wir den Sack jetzt finden? Durch die ganze Mine kriechen? Ich habe deine Idee. Samuel kennt sich dort aus und weiß, wie man in den Stollen gelangt. Oh nein, Stibor, vergiss es. Du wirst Samuel nicht in diese Sache mit hineinziehen. Niemals. Was denkst du bloß von mir? Er soll nur eine Karte zeichnen. Den Rest erledigen wir. Moment. Ich will dich etwas fragen. Wir müssen da eigentlich hineingeraten. Wie bist du da hineingeraten? Vor kurzem sah ich Vater einen Sack Silbererz schleppen. Ich hörte nicht auf, ihm Fragen zu stellen. Und letzten Endes musste er es mir sagen. Warum das Silber des Königs? Wenn ihr schon stehlen müsst, warum muss es ausgerechnet etwas sein, bei dem ihr Kopf und Kragen riskiert? Was denn sonst? Sollen wir Kohl stehlen? Ah ja, was macht ihr mit dem Silber? Was macht ihr mit dem Silber? Ihr prägt damit ja wohl kaum Münzen, oder? Sehr witzig. Wir verkaufen es. Darum kümmert sich Vater. Viel weiß ich nicht darüber. Warum hilfst du ihm überhaupt? Tja, also wenn ihr das Silber verkauft, kriege ich einen Anteil. Auf dem Scheiterhaufen bringt euch das Geld herzlich wenig. Mhm. Und wohin bringt ihr das Silber? Wohin bringt ihr das Silber? Vater erledigt das. Jemand holt es immer ab. Und wer? Irgendein schmieriger Kerl. Seinen Namen kenne ich nicht. Er dient einem Herrn, den aber glaube ich nicht einmal Vater kennt. Ah ja. Mehr muss ich im Moment nicht wissen.
Gut, bist du mit dem Stollen sicher? Ist es sicher der Stollen, den Samuel so gut kennt? Ganz sicher. Es gibt hier sonst keinen Stollen mit Wasser. Weißt du noch, wie alle darüber geredet haben, dass man dort auf eine Quelle gestoßen ist? Na gut, ich mache das mit der Karte. Na schön, Stibor. Ich sage Samuel, dass er die Karte zeichnen soll. Hast du etwas, das ich ihm zum Zeichnen geben kann? Hier, gib ihm das. Und versuch die Karte von ihm zu kriegen, ohne etwas zu verraten. Sonst könnte Vater mächtig Ärger machen. Ich werd's versuchen. Wo ist Samuel jetzt? Wo wird er sein? Er ist wie immer zum Teich gegangen und drückt sich vor der Arbeit. Triff mich am Wenzelkorridor auf dem Hügel, wenn du die Karte hast. Okay. Ich warte dort auf dich. Heißt, wir müssen jetzt in Richtung wo lang? Wir müssen hier hoch. Ach du Scheiße. Heißt, einmal hier rumlatschen und wird. Hoppala. Kommst du hier mit Däuschenchen? Jupp, kommst du. Super, dann können wir jetzt einmal loslaufen. Sag mal hier, Ausdauer, ey. Ich weiß, es wird ja immer wieder mehr Folgen machen, was so andere Projekte angeht. Und wollen wir mal gucken. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was in Zukunft. Aber ich finde es mittlerweile eigentlich relativ okay. Also relativ schön, ja. Hat was die Gegend. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade im Kopf gerade für ein Lied habe. Komm mit. Fuß. Fuß. Einfach nur Fuß. Fuß. Guten Tag. Sind hier laufen, okay. Ach, ich habe eine Holzfälle entdeckt. Gut zu wissen, dass da einer ist. Vielleicht kann man den ja irgendwann mal in Ort helfen. Was willst du denn? Bei Fußspitze. Komm mit. Bei Fußspitze. Lauf ich überhaupt richtig? Ja, tue ich. Wie hast du da auf der Karte aussehen? Wie so eine Markt hier. Na, geil. Na komm, Spitzer, komm. Was du jetzt für ein Scheißproblem? Deine Relikte kannst du dir sonst wohin stecken. Ich brauch keine. Hi. Achso, na? Wie geht's? Gut. Der Weg zum Stollen in der Mine. Samuel, du musst mir helfen. Ach, Thea, ich will doch jetzt fischen. Keine Sorge, du musst dafür nicht weg von hier. Erinnerst du dich noch, als der Stollen überschwemmt wurde, in dem du gearbeitet hast? Ja, der war ganz schön tief. Als wir am Morgen da runter sind, stand das Wasser kniehoch. Meister Pfeiffer sagte, das passiert immer, wenn der Entwässerungsstollen höher liegt. Wir haben einen Sickerschacht gegraben, aber vergebens. Kannst du mir eine Karte mit dem Weg dorthin zeichnen? Hä? Wozu brauchst du die Karte denn? Vater und Stibor stehlen Silbererz aus der Mine. Und sie haben dort einen Sack versteckt. Was? Sie stehlen? Ich arbeite dort. Das ist ein schlimmes Verbrechen. Warum machen sie denn sowas? Dafür werden sie brennen und ich vielleicht auch. Wer weiß sonst noch davon? Außer uns beiden niemand. Aber das kann sich schnell ändern, wenn wir den Sack mit dem Silber dort nicht rausholen. Mist. Vater und Stibor sind Narren. Das Silber des Königs zu stehlen, Mann. Nun gut, gib mir die Kohle, ich zeichne die Karte. So. Dank. Ich gehe damit gleich zu Stibor. Ah ja! Eine interessante Animation.
Einfach die Kette. Lul. Theresa, ich dachte schon. Doch, ich komm doch. Hallo. Hier, ich hab die Karte. Ich habe Samuels Karte. Und jetzt? Gut. Nun, als erstes müssen wir in die Mine. Wendel, dieser Narr, schiebt Wache. Wir sollten uns aufteilen. Ich lenke ihn ab und du schleißt dich rein. Okay, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Warum gehst du nicht rein? Warum muss eigentlich ich rein? Du könntest doch auch. Weißt du noch, wie wir Verstecken gespielt haben? Ja. Du hast mich nie gefunden. Aber du hast mich immer sofort gefunden, weil ich das einfach nicht kann. Ja, von dir war immer noch was sichtbar. Ganz genau. Du hast recht. Ich sollte reingehen. Nun denn, in der Mine sind jetzt nicht viele Arbeiter, weil die meisten draußen beim Essen sind. Aber pass trotzdem auf. Wo ist das Silber? Sag mir bitte nochmal, wo der Sack ist. Irgendwo im überschwemmten Stollen. Gut, dass ich auf dem Holzsteg war, als sie mich gesehen haben, sonst wäre ich den Sack nicht losgeworden. Nur musst jetzt leider du da runter. Okay, wer hat dich mit dem Sack gesehen? Wer hat dich gesehen? Und was hast du gesagt? Na, die Bergarbeiter. Ich habe gesagt, dass ich nur Samuel suche, aber die Wachen waren trotzdem nicht gerade zimperlich. Okay. Das ist alles. Nochmal los. In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Sobald der Kerl weg ist, schleichst du dich hinter den Büschen und nimm eine Fackel mit. Da drin ist es stockdunkel. Aber pass auf, dass dich niemand sieht. Viel Glück, Thea. Okay. Du hast erhalten Fackel. Hey, Wendel, du Lump. Komm mal bitte her. Rückenschmerzen. Was willst du denn, Müllersohn? Suchst du nach deinem ungeschickten Bruder? Gab's wieder Ärger. Ist an den Stützpfeiler gestoßen. Okay, laufen wir jetzt einfach mal durch die Mine. Ich will mal hier lang gucken. Du bin. Wie wollen wir das jetzt machen, hm? Wie wollen wir das machen, hm? Komm her! Musst du jetzt warten? Nein, muss ich nicht! Hier! Ach du Scheiße, nein! Jawohl! Friss das! Hier! Nein, aua! Das war schon mal nicht so erfolgreich. Fuck, ey.
Was schnüffelst du hier so rum? Verpiss dich oder ich trete okay. dir in den Arsch. Scheiße, was? Fass. Alter, das nervt einfach, ey. Ich komme da nicht mehr durch, glaube ich. Alter, das war am Anfang so gut und jetzt komme ich da nicht mehr durch, ey. So ein Schrott. Okay, dann lässt sich das Spiel 5 Jahre. Versuchst du etwa, mich ins Grab zu bringen? Die Büttel zerren meine eigene Tochter nach Hause. Das kam mich teuer zu stehen. Lerne dich zu benehmen, sonst ruinierst du uns noch. Kann ich mich irgendwie heilen? Habe ich irgendwas zum Heilen dabei? Hier, so ein Apfel? Sonst habe ich hier irgendwo auch so ein Heilding. Habe ich irgendwo so ein Heilding? Ich habe mich ein bisschen wieder voll. Nein, ich glaube, wir schaffen das. Und diese Vögel leider nicht mehr. Du willst den probieren da hoch. Bin ich einfach den Eingang hier? So viel zu dem. Was
Hey du! Rühr dich nicht von der Stelle! Hey du! Halt! Ergib dich! Was will der jetzt von mir? Soll das etwa alles sein? Aber was willst du von... Was willst du... Was... Hä? Warum hat er mich gerade angegriffen? Verstehe ich gerade wieder nicht. Der hat mich einfach so angegriffen, Arsch. Hey, ich frage mich jetzt halt, wie ich da hochkommen soll. Ohne dass nämlich ummäht. Das ist schon interessant. Was ist hier los? Du, bleib sofort stehen! Immer hab ich was getan. Hä? Ich verstehe das? Ergib dich! Mehr hast du nicht drauf! Hast falsche Knie bekommen, was? Oh, Hilfe! Ich hab doch G gedrückt! Ich drück doch G. Du hast deinen Hund auf die Leute losgelassen. Das wird dir noch leid tun. Und dem Hund auch. Und du hast noch mehr auf dem Kerbholz. Entweder du zahlst eine Strafe, oder dein Vater wird davon erfahren und toben. Du wirst deiner gerechten Strafe nicht entgehen. Okay. Das wollte ich nicht. Das war, ein Missgeschick. Missgeschick am Arsch. Dann doch mal. Du wirst leiden. Ich werde leiden. Los geht's. Mehr hast du nicht drauf. Aber ihn stollen. Top, 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 top. Ah, lass mich bitte, nein! Renn, 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 renn! 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 Du bist tot! Mir egal, wir sind durch! Hast du euch die Liebe bekommen, was? Nein! Leute hoch, bitte nein! Bitte! Ach Mann! Du Arsch, du kleiner Arsch! Mein Gott, ey! Das kriegst du einfach nicht hin! Du kriegst es auch nicht hin, dich an dem vorbeizuschleichen. Das ist ja, die Mission ist jetzt unmöglich. What the hell? Alter! Das nervt! Bist du verrückt, Theresa? Ja, schön. Weil der mag mich ja jetzt nicht. Ich frage mich halt, was ich gegen ihn tun kann. Also, ich würde mal lieber sagen, dass ich jetzt erstmal für die Folge jetzt hier Schluss mache. Und sozusagen
jetzt das Abenteuer hier in zwei Teile aufgeteilt wird. Deswegen, das war jetzt Teil 1 davon. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Schaut doch gerne wieder bei den Hicks und ohne Zahngeschichten vorbei. Liked my. Also, abonniert mich auch gerne auf Twitter. Also, folgt mir da. Und ja. Und ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Und tschüss.